Links da, ja. Das ist der Eingang, ja? Von links da. Jaskan? Ja. Excuse me, everybody. So before entering to the temple, so there is an outside the temple now, so it's five gates in Hindus, not that close like this. So in the Hindus have split gate, the red side in Hindus symbol the good thing and left side symbol the bad thing. Ja, das gespaltene Tor ist ein typischer hinduistisches Tor, ja, heißt das, ja. Also es ist ja nicht zu und dann ist es so gespalten, heißt es ja, also links heißt gut und rechts, links heißt schlecht und rechts heißt gut, ja. Also in dem Leben gibt es immer diesen Charakter, ja. Sogar bei Wayang-Spiel zum Beispiel, da wird es immer so gezeigt, ja. Also mit dem Recht und links, ja. Das heißt, auf der linken Seite sind ja die Figuren von den bösen Geistern, auf der rechten Seite sind die Figuren von den guten Geistern, ja. Dann gibt es immer in diesem Leben, ja. So in the front and the gate you can see the couple statue in Hindu people they call Dwarapala, mean guardian. Ja, und die zwei Figuren sind ja die Schützer. Ja, also der, so von den beiden wird der Tempel geschützt, ja. Heißt Dwarapala, ja, also der Schütze, ja. Der als Schild, sage ich mal, ne. So, if you find also the slide gate close like this, same like the mountain, because before the Hindu people make offering anyway and start the offering back to the mountain. Ja, das heißt, wenn es zu wäre, zeigt dann, das heißt, es ist das Symbol von dem Berg, ja. Also Berg ist Sitzer der Gottheiten auch, ja. Also das Symbol zeigt schon zu dem Berg, ja. Also das heißt, deswegen sind die Berge bei uns, da sind immer heilige Städte da. Auf Bali zum Beispiel oder bei den Hindus, ja, also sind immer Berge schon heilige Stelle, ne? Uns, ja. Und dann sind immer so Tempel da, ja. Soll ich dir das wieder abnehmen? Ja, brauchst du nicht? Nee, ich brauch's nicht, aber du hast ja. Ich kenn ein Problem, ja. Problem, oder vielleicht kann ja. Why the Hindu people make the offering back to the mountain? Because Hindu people, they feel the God living up on the mountain has the power. Ja, genau. Das heißt ja, wenn das zu ist, ja, dann ist ja der Gott da. Das zeigt auch schon, dass er so große Macht hat. Ja. Oh, wow. Like the Muslim, they offering back to Arabic. And Hindus back to the mountain. Ja, also das heißt, die Muslimen zum Beispiel, wenn die beten immer Richtung Mekka. Ja. Und das ist ja bei uns, ja, die Hindus, die beten Richtung Berg, ja, weil da die Gottheiten sind. Ja. So, gehen wir weiter. Ah, das ist das richtige Gewicht für das. Das ist das richtige Gewicht für das. Langsam, langsam. Das ist das richtig typische Gewicht. Ja, bin gespannt. Ivan, was machst du denn? Machst du ein Video? Ja. Und du hast sogar so ein, wie heißt das, Gimbal? Gimbal, genau. Ich habe noch nie gesehen. Verbindung über Bluetooth? Ja, über Bluetooth, ja. Ja, genau. Habe ich noch nie gesehen. So, here you can see the three steps, same as the Muslim anime Shalom Bol. We call Wedutulu. And this is the five steps of the Muslim Orthodox. We come to Orthodox religion, have the real Muslim before. We call animism religion. Ja, er meint jetzt hier, die drei Treppen hier haben auch schon Symbole. Das zeigt dann, die Symbole von dem sogenannten Waktutlu-Religion, ja. Die sind auch Muslim, ja. Aber die beten dreimal am Tag genau wie die Hindus. Das ist ein großer Einfluss, ja. Und dann hier sieht man hier die fünf Treppen, die zeigen schon die fünfmal Gebetszeiten in dem jetzigen Muslim, ja. Also damals kamen die ersten Muslimen aus dem Norden, ja. Da gibt's da auch schon die erste Moschee da aus dem 14. Jahrhundert, ja. Und sind die ersten Muslim von dort hier nach Süden gekommen, ja, die dann dreimal beten müssen, ja. Und dann bis jetzt sind auch schon welche da, hier in der Ecke, dass die Muslim auch nur dreimal am Tag beten, ja. Mimosa. Genau, Mimosa. Rühr mich nicht an. Ja, genau. Sie ziehen sich zu, ja. Guck mal. Es ist auch schon bei uns Medikament, ne? Für uns die Männer, ja?